Endlich ist es soweit, Freunde. Seit einigen Minuten wissen wir nun offiziell, welche ersten Features uns im großen Minecraft 1.21 Update erwarten werden. Dank Mojang durfte ich dies auch schon einige Tage vorher erfahren und darf euch heute mit exklusiven Infos und Screenshots alles Mögliche zusammenfassen. Genau das ist jetzt meine Aufgabe. Eure Aufgabe ist es, das Like-Ziel von genau 4000 Likes zu knacken. Für euch nur ein kleiner Klick und für mich eine riesengroße Freude. Während das Minecraft 1.21 Update ähnlich wie das Minecraft 1.20 Update zum momentanen Zeitpunkt noch keinen Titel hat, wird es mit den ersten Features schon eher deutlich, in welche Richtung es ungefähr gehen dürfte. Dieses Update erscheint noch als kurze Info im Jahre 2024, ungefähr in der Sommerzeit, und wird natürlich zeitgleich für Java und auch Bedrock Edition erscheinen. Das erste Riesenfeature auf unserer heutigen Liste ist das automatische Crafting-System. Es wird eine Art neue Werkbank geben namens Crafter, der es uns ermöglicht, verschiedene Crafting-Rezepte automatisch, wer hätte es gedacht, craften zu lassen. Und da gibt es wirklich keine Grenze, denn er kann alles craften, was eine normale Werkbank natürlich auch craften kann. Mithilfe von beispielsweise Trichtern kannst du verschiedene Blöcke und Items in diesen Crafter einführen, womit dieser dann fleißig loscraftet. Das Praktische ist, dass du mithilfe des neuen User Interfaces auch ganz einfach verschiedene einzelne Slots im Crafting-Rezept deaktivieren kannst, um quasi bestimmte Outputs zu filtern, also dass bestimmte Items nicht gecraftet werden sollen. Bestätigterweise braucht dieser Crafter auch keine Art von Kraft oder Brennstoff in irgendeiner Form, sondern funktioniert ganz einfach so. Stattdessen gibt es aber Möglichkeiten, ihn mit verschiedensten Kombinationen an Redstone zu kombinieren oder damit zu arbeiten oder sogar mit anderen Craftern eine Art Kette zu bilden. Ich bin mir zu 1000% sicher, dass das automatische Crafting Minecraft absolut revolutionieren wird. Als nächstes Riesenfeature haben wir eine gigantische neue Struktur mit neuen Blöcken, einem neuen Mob und einem brandneuen Spawner oder einer Spawner-Mechanik. Die sogenannte Trial Chamber ist für mutige und kampfbereite Spieler gedacht. Diese Struktur wird im Untergrund in allen möglichen Biomen generiert und besteht hauptsächlich aus Kupfer, wo wir auch einige neue Kupferblöcke und auch neue Tuffblöcke sehen werden. Natürlich, wie schon von mir predicted, werden auch hier die befüllten Decorative Pots ihr Zuhause finden, befüllt mit irgendeiner Art von Loot oder Items, welche der Spieler dann durch Zerstören der Pots mitnehmen kann. Erwähnenswert sind hier unter anderem aber auch die neuen Kappa Bulbs, eine brandneue Lichtquelle im Spiel, die sogar dimmbar ist. Dieser neue Lichtblock kann, da er aus Kupfer besteht, mit der Zeit oxidieren. Je mehr er oxidiert, desto gedimmter wird das Licht, was auch eine coole Funktion ist. Diesen Kupferblock kann man aber genau wie alle anderen Blöcke dieser Art mit einer Axt oder Honigwabe bearbeiten. Sprich, entweder das Oxidieren verhindern oder ihn wieder zu einem normalen Kupferblock werden lassen. Außerdem funktionieren sie anders als Redstone-Lampen. Die werden nur kurz mit Redstone aktiviert, welches dann wieder entfernt werden kann, und sie leuchten auch ohne Redstone weiter. In diesen neuen Trials Chambers verbirgt sich aber auch noch viel mehr, unter anderem ein brandneuer Hostile-Mob, The Breeze. Diese neuen Monster sind extrem flink, springen umher und schießen dabei windartige Geschosse los, die bei Kontakt explodieren. Und auch wenn es laut der Entwickler kein riesengroßer Schaden pro Angriff sein soll, gibt es trotzdem einiges an Knockback, und die Challenge soll schon nicht so besonders einfach sein, denn eine bestimmte Mechanik macht das deutlich schwerer. Und zwar diese neuen Spawner hier, die sogenannten Trial Spawner. Anders als stinknormale Spawner, die mit und mit immer mal wieder eine gewisse Zahl an Mobs spawnen können, wird beim Trial Spawner immer nur eine bestimmte Gruppe an Mobs gespawnt, wie so eine Welle praktisch. Abhängig davon, wie viele Spieler in der Nähe sind und diesen ja quasi auch aktiviert haben, diesen Spawner, wird eine Art Schwierigkeitsgrad festgelegt. Abhängig davon belohnt dieser Spawner den Spieler dann auch oder die Spieler praktisch bei Erledigen aller Mobs mit verschiedenem Loot. Das heißt, je mehr dabei waren, desto mehr Loot gibt es natürlich auch. Ist die Challenge abgeschlossen, geht der Spawner in eine Art Cooldown, kann aber nach gewisser Zeit erneut aktiviert werden, indem der Spieler halt einfach den Bereich betritt. Um die Mechanik aber nochmal ein wenig zu verdeutlichen, wenn beispielsweise 5 Spieler zusammen in die Trails Chamber reingehen und der dortige Spawner diese 5 Spieler registriert hat, werden dann basierend auf dieser Zahl Mobs gespawnt und ein Loot-Table festgelegt. So bekommen sie natürlich mehr Gegner und auch Loot ab als ein einziger Spieler. Bringt diese Gruppe das Kämpfen aber nicht zu Ende oder das Ganze dann nicht zu Ende und verlassen vorher die Trials Chamber, obwohl die Mobs dann auch spawnen, kann auch ein einzelner Spieler das Ganze beenden. Sollte nämlich ein 6. Spieler dazukommen und alleine alle Mobs töten, die dann noch übrig sind, wird er logischerweise Loot für 6 Spieler abräumen, was schon extrem cool ist. Er kann zwar im Survival-Modus extrem langsam abgebaut werden, falls du dort in irgendeiner Form deine Art Base aufbauen möchtest, aber droppen wird er rein gar nicht, zumindest zum aktuellen Stand. Ich finde die Mechanik allgemein sehr spannend, muss ich sagen. Die Entwickler arbeiten aktuell noch fleißig an der perfekten Lösung, dass bei zu vielen Spielern nicht unbedingt zu viele Mobs spawnen, aber die Idee dahinter finde ich extrem cool, sich seine Freunde zu schnappen und besonders viele Mobs zu killen und Belohnungen abzuräumen. Der Trial Spawner kann übrigens auch mit Hilfe von NBT-Daten angepasst oder verändert werden, sei es jetzt das Spawning allgemein oder sogar der Loot-Table, was vor allem für Map-Creator sehr, sehr interessant sein dürfte. Zu
all diesen Features hier wird natürlich auch noch der Mob-Vote-Gewinner des Jahres dazukommen, den ich zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme natürlich noch nicht kenne. Also für mich auch irgendwo eine Überraschung, aber entweder die Krabbe, das Gürteltier oder der Pinguin werden ebenfalls Teil des ganzen 1.21 Updates sein. Außerdem sei erwähnt, dass das nicht das letztendliche Update ist. Also einige Features können und werden sich mit Sicherheit mit der Zeit noch verändern und natürlich werden auch noch jede Menge weitere Dinge dazukommen. Also das ist nicht das komplette Update, da kommen noch mehr Features dazu. Genauso wie letztes Jahr möchte Minecraft einfach nicht zu viel ankündigen oder versprechen, sondern eher mit der Snapshot- und Beta-Phase nach und nach noch mehr Features revealen, die sie so geplant haben. Aber was ist eure Meinung zu diesem Update? Freut ihr euch auf diese Dungeon-artige Struktur mit dem neuen Mob, mit dem neuen Spawner und so weiter und so fort? Schreibt sehr, sehr gerne mal unten in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Ansonsten wie immer, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen, Freunde.